Hey zusammen, willkommen zu mittlerweile 100. Es ist so lange her, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist die 154. Und ich habe zwar gesagt, dass ich mit Mammut Donner zocken möchte, aber ich habe am Wochenende mal Mammut spaßeshalber wieder ausprobiert und ich muss sagen, es ist langweilig. So, und aus diesem Grund heute mal wieder mit Hornet. Hornet hat sich in der letzten Zeit echt zu meinem Lieblingspanzer entwickelt. Heißt natürlich nicht, dass Diktator so schlecht ist, dass ich ihn nie wieder spielen möchte. Aber Hornet ist halt so, Hornet hieß Schnelle. Ja, das muss man dazu sagen. Lol, ich hab's geschafft. Newstar, bitte kein Let's Play. Bitte kein Let's Play, wir machen schon. Ja. Genau. Newstar. Abonnieren. So, okay. Ja, Werbung, ne, muss sein. Was soll ich denn sagen? Erstens, ich habe mein Dings, mein Hornet so auf poliert, dass er mehr Hitpoints hat, mehr Leben, mehr, wie auch immer ihr das nennen wollt, mehr Panzerung, keine Ahnung. Und ja, und von der Schnelligkeit her, ja, ist Hornet halt besser. Und aus diesem Grund zocke ich auch kein Dicky, weil Hornet besser. Dann gibt es halt aber noch die Sachen, wo ich sagen muss, Alter, ich schwöre, es gibt halt so Sachen, nee, da bin ich wohl der King. Und ach ja, genau, was vielleicht voll lustig ist und so, ne, voll lustig. Einige haben mich ja sogar im Livestream gesehen, ne? Also nicht gesehen, aber gehört. Ja, also, da dachten sich einige auch so: Holy shit! Mit dem nicht in Ordnung! Wie hat er das geschafft, ne? Und ich sag euch, wie ich es geschafft habe. Also, ich habe gesagt: Ey, Alter, ne? Was los hier? Ich bin zum Tanky-Team höchstpersönlich hingegangen, also in deren Büro reingestürmt, so. Mit zwei Kalaschnikows bewaffnet, an jeder Seite fünf. Hohoho. Mit zwei bewaffnet, aber an jeder Seite fünf. Lustig. So. Geh da so hin, so, ne? Like Willi Stern. Geh hin und sag: So, Leute. Ich moderiere die Scheiße oder ich leg alles hier in Schutt und Asche. Nein, natürlich nicht, so war es jetzt nicht, aber wie hat's also? Erstmal dachte ich mir so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, werde ich jetzt gebannt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Denn mich hat ein Admin, mich wollte ein Admin adden. Ich dachte so: Scheiße, hast du irgendwas falsch gemacht? Hast du irgendeinen beleidigt? Hast du irgendwie was Schlechtes über einen Admin gesagt? Jetzt bist du tot. Ja, nö. Not really. Es ist dann halt so, dann, hey, Lust, weil Lust auf ein Commentary, naja, nicht Commentary, aber doch, Let's Play. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich das dann halt moderiert. So, und ich bin nochmal für die ganze Tanky A da. Tanky A da. Tanky A da. Glaube ich, ausgebucht. Wieso druckt der? Was druggen? Was da los? Scheiße. So. Auf jeden Fall für die ganze Tanky ja da ausgebucht. Nein! Naja, gut. Also ich werde noch. Eigentlich werde ich noch die nächsten Tage, die nächsten Tage, den nächsten Tag, je nachdem, wann ich das Video hier hochlade, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Moderieren. So. Ich hoffe, dass ich einen guten Job abgeben werde. Naja, okay. Wer hat denn das Deathmatch-Turnier gewonnen? Ja, alle Informationen im Forum. Und wenn du das gelesen hast, dann würdest du wissen, dass heute nur die Qualifikation war und nicht das Finale. So. Nein. Und okay, ich habe nur noch 5 Minuten, verdammt nochmal. Ich will mal heute wieder mal über die Bahn ein bisschen ablästern. Also nicht über die Bahn, dass sie zu spät kommt. Nein, die Bahn würde nie zu spät kommen. Ja, ist klar.
sondern eher um die Leute, die mit der Bahn fahren. Also, da gibt's einmal so einen Typen, den ich öfters mal sehe. Ich nenne ihn mal ganz liebevoll Pinselkopf. Also, weil. Kennt ihr diesen scheiß Haarschnitt? Also nicht so den Undercut zur Seite, sondern den Undercut Iro-Style-mäßig nach oben? Kennt ihr den? Weil, also, nur weil ich drei Zehen hab, mein Gott. Ihr wisst schon, so Undercut-mäßig so und dann nach oben, wie so ein Borstenkopf halt. Keine Ahnung, wie ein Borstenschwein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das echt freaky aus. Und, ja. Dann gibt es noch mehr. Also nicht nur, dass das total hässlich aussieht, meiner Meinung nach, aber egal. Dann gibt es noch weitere und über was fange ich? Also ich erzähle mal, wie mein Montag abgelaufen ist. Ich bin zur U-Bahn-Station gegangen und dachte mir, yo, wird ja voll ein chilliger Tag, ne? Montag. Hahaha. alles cool. Ich gehe da hin und sehe schon die erste 12-Jährige, die nur mit Leggings dasteht. Yay, kann ja nur noch besser werden, ne? So, eingestiegen in die U-Bahn und das war eigentlich noch relativ okay. Naja, relativ. Dann ging's weiter in die S-Bahn, also umsteigen in die S-Bahn. So. Was da los, ne? Ich steig ein und ja. Dann höre ich Musik. Also nicht meine Musik, sondern unfreiwillig die Musik von einem anderen. Und ich weiß ja nicht, wie dieses Genre heißt. Aber es hat sich ungefähr so angehört. Ich weiß, irgendwie so Heavy Metal-mäßig und nur noch schreien und bla. Und dann war das so hochgepitcht, dass es eher so an Speed Metal Hardcore-Gedöns rankommt. Also es war wirklich echt freaky. Es war so. Und voll aufgedreht und. Ja. Und ich stehe neben den Typen und denke mir so. Willst du ihm jetzt schon das Genick brechen oder wartest du noch ab? So, gut. Egal. Auf jeden Fall. Was ist der Anfang? Einer sagenhaften, was auch immer. Aber das ist ja noch nicht das Ende. Dann ging es weiter mit anderen Leuten wie, so Leuten, die, wie soll ich das sagen, die halt denken, ich habe das zwar schon erzählt mit der Zwölfjährigen, aber es gibt noch immer Leute, die denken, Leggings ersetzen Hosen. Und, ja, wie soll ich sagen, wenn die sich so nach vorne bücken, weißt du, dann dehnen sie den Stoff. Und es kann sein, dass man dort Sachen sieht, die man eigentlich nicht wirklich sehen will, sehen sollte, je nachdem. Und ja, das passiert halt so, ne? Und die finden es auch ganz schön, wenn sie halt keine richtigen Hosen haben. Okay, passt. Dann gab es noch diese ganzen Swagger, Hipster, YOLO-Vergötterer. Keine Ahnung, wie man das jetzt auf den Punkt bringen kann. Aber auf jeden Fall hatten die so eine schönen Anziehsachen. Wie soll ich sagen? Also Röhrenjeans, die eigentlich aussehen wie Leggings. Wohlgemerkt, hier dreht es sich um männliche Personen. Also diejenigen, die eher durch ihre Maskulinität. Ist das überhaupt ein Wort? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Sich auszeichnen. Okay. Denkst du. Dann hatten die noch so eine Boots, nenne ich die mal, die man so, die so wie, naja, wie so ein aufgeschlitzter Pelikan aussehen. Okay, also sie sehen nicht wirklich aus wie ein aufgeschlitzter Pelikan, aber naja, sie sehen halt aus wie ein verkrüppeltes Tier. So ähnlich sahen die Schuhe aus. Also tut mir leid, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann ja, keine Ahnung, dann ist es halt so. Auf jeden Fall, es sah einfach komisch aus, wie ein aufgeschlitzter Pelikan. Mein Gott, habt ihr noch nie einen Pelikan aufgeschlitzt gesehen? Ja, ich weiß, wir alle haben eine tote Giraffe gesehen. So, was schreibt ihr denn hier die ganze Zeit im Chat? Ey Leute, ich achte eigentlich nie auf den Chat, auch wenn ich gar kein Let's Play mache.
Ich will zocken und nicht schreiben. Dafür gibt es den richtigen Chat. Naja, auf jeden Fall aufgeschlitzter Pelikan. So, das ist noch nicht alles, ne? Dann gibt's noch diesen diesen schönen Pullover, der so aussieht wie so ein, naja, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, ja, wie sieht denn der Pullover aus bei denen? Also ich habe einen ganz normalen Pullover, normal ist auch relativ, aber er ist also eigentlich ein Pullover, den man eigentlich so kennt, ne? Und die haben so eine Strickjacke mit irgendwie, keine Ahnung, an der man sich aufhängen könnte oder so, keine Ahnung. So, was kommt jetzt? Ja, Hose, Schuhe, Pullover. Der Pullover war offen und darunter hatte er ein, war das ein T-Shirt oder ein Tanktop? Keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall Lauch. Und ja, ich weiß, ich trainiere Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Vielleicht liegt es aber noch daran, dass du einfach keinen Bock hast, deine Beine zu trainieren, weil es viel zu schwer ist und man danach nicht mehr gehen kann. Ich spreche aus eigener Erfahrung. So, ja, was noch? Was soll ich nicht antworten? Ist ja auch egal. Ach ja, genau, das Tanktop. Oder T-Shirt, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall, was war da drauf? So richtig fett? Nein, nicht Swag. Da gab es eine andere, die auf der Mütze Swag hatte. Da dachte ich mir so, okay. Also entweder wurdest du schon ohne Gehirn geboren, oder man hat dir spaßeshalber einfach mal da reingekackt, damit es sich nach einem Gehirn anhört. Gehirn anfühlt. Ja, was mache ich jetzt hier unten? Guck mal, ich bin voll YOLO. Und tot. Und was stand da drauf? Obey! Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, diese Assi, diese Hartz-IV-Swagger-Kappen, keine Ahnung. Obey, Obi, 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 Obi! Wie, wo, was weiß Obi? Obey, ach, keine Ahnung. Obey, gay, ist alles dasselbe. Auf jeden Fall hatte er das. So, das war noch nicht alles, ne? Der hat auch noch ein Cappy. Jetzt ratet mal, von welcher Swagger-Firma das kam. Die irgendwie minderjährige Chinesen dafür arbeiten lassen. Ah, ist ja auch egal. Richtig. Diese YOLO-Swagger-Hipster-Marke Obey. Kannst du nicht mal was Richtiges leisten, ey? So. Und jetzt kommt's, wo ich mir dachte, ey, Alter, was denn mit dir nicht in Ordnung? Kennt ihr diese Scheißschnauzer? Weißt du, oh, Entschuldigung, ich hau gleich mein Mikrofon weg. Diese Schnauzer, die so, naja, keine Ahnung, irgendwie, boah, ich hab keinen Bock mehr, hier sterbe ich, 7,22, Mann, bin ich der King. yo, ich geh raus. Auf jeden Fall, diese Schnurrbärte, die aussehen wie, keine Ahnung, Donald Duck oder so, weiß ich nicht. Also, diese YOLO-Swagger-Hipster-Schnurrbärtchen, die sie auf jedem T-Shirt und sonst was tragen. Und der hatte die sogar auf seinen Kopfhörern. In ihr Kopfhörer. Also ihr wisst schon, diese kleinen Nippeldings da, ne? Die man sich so in die Ohren steckt. Und da war das drauf. Gut, dann dachte ich mir, okay, wieso? Siehst du das, wenn du das hörst? Oder denkst du dir so, Alter, jetzt bin ich voll Swagger-mäßig drauf? Also ich mein mal, da kann auch ein abgehackter Penis drauf sein, ja? Ändert das was an der Qualität des MP3-Abspielens? Ich glaube eher nicht. Ja. Gut, aber Frage, wie viel hat das gekostet? Also ich glaube, vom Material, was da verwendet wurde, glaube ich, 1 Cent pro Dings. Oder nicht mal 1 Cent pro Schnurrbart. Ich meine mal, das war ein Durchmesser von, keine Ahnung, 1 Zentimeter oder so. Und das halt auf jeder Seite, ach pipapo, einen halben Cent dafür. So, und vom Kopfhörer an sich, wie viel haben die gekostet? Die sahen auch wirklich ranzig aus, also auch vielleicht so 2 Euro. Macht 2,005 Euro für das Ganze. Ja, und ich weiß nicht, für was, für wie viel das verkauft wird. Vielleicht für 30 oder so. Pff, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist halt so wie mit Apple. Ja? Du kannst dir ein iPhone, iPad, iPod,
MacBook Air, iMac, gibt es überhaupt ein iMac? Aber ich weiß ja nicht, wie viel Macs und Max und Eis haben sie, wie viel Eier haben die? Was gibt's noch alles? Ja, das iPad, Nano, Micro, iPad, nee, war das ist iPod, Nano, Micro, Air und alles mögliche, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall überteuert, richtig überteuert. Vor allem dann, yo, Alter, jetzt bin ich voll geil, ich hab ein MacBook zu Hause stehen, yeah! Wie viel hat er gekostet? Ja, also so 2.500, ne? Und was? Ich hau schon wieder dagegen, Mann. Irgendwie penetriere ich das gerade richtig. Auf jeden Fall, so, ja, Alter, yo, MacBook hier. Was ist daran bitte so besonders? Ich meine mal, ich kann mir auch einfach so einen Apfel da hinkleben und dann, yeah, ich hab ein MacBook, haha! irgendwie ist das sinnlos. Und vor allem, ja, also mein MacBook ist so geil, ne? Voll, Alter, richtig gute Hardware, Mann. Ja. Willst du mir sagen, dass du 2000, über 2000 Euro für ein MacBook ausgibst und denkst, da ist die Top-Hardware drin? Ja, nee, ist klar. Also, wenn ich mir so ein Rechenzentrum ansehe, ey, die haben anstatt irgendwie so richtig Serverprozessoren verbaut und so, ey, nee, Quatsch, Mann. Die stellen sich einfach MacBooks hin. Hallo? Für 2.500 oder wie viel auch immer so ein MacBook kostet, keine Ahnung. Junge, du kannst dir für 1.000 Euro einen overpowered Gaming-PC holen, der alles aushält. Naja, packst du mal vielleicht nochmal 500 drauf oder so. Keine Ahnung, was du haben willst. Oder du gehst auf 2.000. Aber dann ist er noch immer viel besser als so ein Mac. Was kannst du in einen 2.000 Euro PC alles reinstecken? Das notgeilste Mainboard ever, dann haust du dir einen i7 rein, dann haust du dir nochmal zwei Titans rein oder R9, je nachdem, was du haben willst, Nvidia oder AMD, und jetzt kommt ihr nicht mit AMD, ist so schlecht. Die R9 ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich, oh Gott, ist die geil. Die R9 290X oder keine Ahnung, wie die heißt. Auf jeden Fall ist sie eine nice Grafikkarte und also so wie die aussieht, kannst du damit Leute erschlagen. Also, tut mir leid. Wenn halt ein Mac-User zu mir kommen würde, dann könnte ich ihn damit erschlagen. So, auf jeden Fall baust du dir halt ein Titan oder sonst was rein. Am besten nochmal zwei Stück davon. Ne, dann so bam, bam, bam. Und dann haust du dir nochmal irgendwie so 8 Bildschirme ran. Weil man auch 8 Bildschirme braucht, keine Ahnung. Und dann freust du dich in Cola-Keks. Ach ja, genau, richtig. 64 GB RAM. Ne, das versteht sich ja von selbst. Das ist Standardausrüstung. Ganz normal in jedem, ja. Okay, gut, ich lass das mal. Ihr versteht doch, was ich hinaus will. Apple ist einfach überteuert. Und ja, was haben die überhaupt verbaut? Einen billigen was ist da überhaupt verbaut? Ein i5 oder so? Ah, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da irgendwas verbaut. Ist ja auch egal. Und, ja. Es ist halt einfach Apple. Bevor ich ihn noch mehr vergeude. Alter, das wird schon wieder eine lange Dings. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst auch, was ich hinaus will. Hä, ist das nicht dieselbe Schlacht? Gibt's hier noch eine Ab... Ja doch, da gibt's noch eine Ab... Ah, ich gehe einfach hier rein. Ja, also Apple ist überteuert. So, und nächsten Monat will ich mir übrigens ein Tablet holen. Und ja, ich habe sicherlich schon angedeutet, dass es sicherlich kein Apple-Gerät sein wird. Also kein iPad, iPad Air, iPad... Mini, iPad Mini, Airbook, Retina Display, was weiß ich. Es ist auch kein Android, also kein, was gibt's da alles? Das Tab, das Galaxy Tab, oder Galaxy Note oder Galaxy Tab, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und, alles möglich, was da für Android gibt. Keine Ahnung, wie groß die Auswahl dort ist, aber auf jeden Fall gibt's da einiges. Nein, ich habe mich dann eher für was anderes entschieden. Ja, jetzt kommt's. Richtig. Ein Kindle. Nein, Spaß. Ich habe mich für das Surface entschieden. Wieso, weshalb, warum? Also mir reicht erst mal schon mal das ganz normale Surface. Ich brauche nicht das Surface 2 Pro oder so. Oh, das hat sich sogar gereimt. Ey, bin ich der King oder was? Nein, es geht einfach nur darum, dass ich halt in der Bahn irgendwie ein bisschen arbeiten will. Nein, nicht arbeiten, aber halt mir PDFs oder so angucken will und so weiter und so fort.
Und das Geile ist, weil ich ja auch VB kann, Visual Basic, kann ich für Windows 8 sogar Apps programmieren und sie sogar dann auf meinem Tablet testen. Und aus diesem Grund ist das Surface für mich schon mal die bessere Wahl. Und ja, es ist einfach Windows drauf. Zwar nicht das vollwertige Windows, aber es ist Windows drauf und du kannst damit wenigstens ein wenig arbeiten. Und das Type-Cover oder auch das Touch-Cover, je nachdem. Ich finde es einfach so geil. Du kannst das Klick, du kannst einfach die Tastatur Klick ranmachen. Ist das nicht göttlich? Du kannst einfach die Tastatur like a boss ranklicken. Das kann Apple nicht. Gut, aber egal. Also nächsten Monat bekomme ich dann noch ein bisschen Cash auf die Hand, Alter. Ich schwöre, Schwarzgeld und so. Nein, nein, natürlich nicht. Aber dann bekomme ich wieder ein bisschen, oh mein Gott, wieder ein bisschen Geld und dann, haha, ja, 200 €, ein bisschen über 200 €, aber egal. Und dann hole ich mir mein Dings. Ich habe ja eh noch ein bisschen hier, 300 € und ja, dann kann ich mir natürlich da ein schickes Teil holen. Das ganz normale Surface. Das reicht mir schon. Und dann habe ich ein Tablet. Yay. Freue mich in Cola-Keks. Aber egal. Es ist halt noch immer besser als so ein iPad. Weil ich hasse Apple. Ich hasse es. Und auch dieses Mac OS. Ich bitte dich. Warum zur Hölle sollte ich mir ein Mac OS auf meinen Rechner holen? Wieso? Ich kann damit nicht mal zocken. Ich kann das nicht. Da muss ich mir auch noch extra Windows drauf machen. Da kann ich auch gleich bei Windows bleiben. Das ist nicht schlau. Ihr versteht doch, was ich hinaus will. Alter, schon 20, über 20 Minuten. Meine Fresse. Alter, was soll ich das Teil denn überhaupt hochladen, ey? Ich bin irgendwie erst um Mitternacht dann fertig mit dem Labern und dann darf ich das auch noch hochladen, ey. Naja, gut. Ich weiß mir gerade den Namen ab. Oh ja, da fällt mir was ein. Also, okay, gut, das hört sich bestimmt komisch an, wenn ich sage, ich beiß mir den Arm ab und ach, Mensch, da war ja noch was. Und zwar war ich noch in der Bahn, das wollte ich noch erzählen. Stimmt. Also, ich war noch in der Bahn, war fast dann an der Austragungsstätte, an meinem Ausbildungsort. Ist doch besser. So, da und in der letzten Bahn war ich dann so mit einigen Ausländern in meinem Waggon. Okay, bloß nicht falsch verstehen, ne? Ich will ja kein Rassist sein oder so. Aber es war schon schön mit anzusehen, wie sie geredet haben. Erstmal so aslakisch, als ob sie aus Aslakistan kamen und irgendwie der zur Gruppe der Aslakian. Okay, auf jeden Fall gehören sie irgendeiner Truppe an. Ist ja auch egal. Sie kommen aus Aslakistan und sprechen Aslakisch und gehören zu den Aslakianern. Gott. Und ja. Okay, auf jeden Fall, ihre Deutschkenntnisse waren so genial. Also ich kann das nicht mehr richtig formulieren, aber es war so hier. Erstmal labern die irgendwie, hör ich Schokolade, ich schwöre, voila, voila. Wirklich, alle 5 Sekunden kam das Wort. Ich dachte mir so, ey Leute, was habt ihr für einen Wortschatz? Voila, ey, voila. Ey, weißt du, ey, Cousin, ey, voila, ey. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber das bringt mir nichts. Naja, auf jeden Fall dann, irgendwann so kam dieser geile Satz und ich kann den echt nicht mehr so aussprechen, wie der es gemacht hat und diese Wortwahl, Alter. Irgendwie so, weißt du, ich steh auf, ich geh Lidl. So, da denke ich mir so, ey, Alter, du bist 15 oder 16, ja? Und du bringst sowas raus wie, weißt du, ich steh auf, ich geh Lidl. Ey, da denke ich mir so, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Weißt du, es gibt so einen Ort, ne? Der nennt sich Schule. Weißt du, da kannst du Deutsch lernen, kannst du Mathe lernen, ne? Aber was wird euch da beigebracht? Was ist denn mit den Lehrern nicht in Ordnung? Deutschunterricht in deren Klasse. Hey, ich schwör mal, Alter, habt ihr Buch gelesen? Ne, habt ihr nicht? Ist egal, ich hab Film. So ähnlich ist der Unterricht bei denen sicherlich. Naja, egal. War schon schön, ne? Und die waren irgendwie auf dem Weg zur Klassenfahrt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lachen die sich da einen ab. Ey, was nimmst du Koffer mit, Junge, ey? Ich meine mal, Klassenfahrt. Der eine hatte eine fette Sporttasche mit und der andere hat gar nichts mit.
Und die lachen den aus, Junge, hey, hast Koffer, Mann. Und vor allem, als sie dann ausstiegen, ne? So, nee, Mann, geh mal bloß nach vorne, ne, voll peinlich mit dir, geh mal bloß nach vorne. So, ey, Leute, das ist nur ein Koffer. Hallo? Habt ihr da eine Bombe versteckt oder wieso wollt ihr, dass er Abstand hält? Würde mich nicht wundern bei den Typen. Naja, auf jeden Fall dann so, kam dann am Bahnsteig dann der zweite Typ von denen an. Der hatte übrigens auch einen Koffer und dann ging es erst richtig los. So, Alter, du hast auch Koffer, ey, Alter, wie peinlich. Ja, nee, also ich meine mal, ey, du verreist für ein paar Tage, so Montag bis Freitag im Standardfall. Und was? Hallo? Wenn du da nichts mitnimmst, so, ey, willst du den ganzen, die ganze Woche da irgendwie in denselben Klamotten rumlaufen? Naja, ich meine mal, ich habe damit kein Problem, aber gut. Ist ja vollkommen egal. So, naja. Und auch dieses, hahaha, ich lach dich aus, weil du einen Koffer hast. Mit was willst du kommen, Alter? Mit einer Plastiktüte von Aldi? Also, damit wirst du doch noch mehr ausgelacht als mit so einem Koffer. Naja, war auf jeden Fall schon mal lustig, ey. Das ist echt, das ist so göttlich, was du manchmal in der Bahn erlebst. Es ist einfach nur krass. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt, dass sowas überhaupt noch atmen kann. Das ist einfach unvorstellbar. Wie kann man sowas überhaupt in die Welt setzen? Naja, gut. Ich merke schon, das Let's Play wird echt gerade ein bisschen krank. Aber egal. Oh, Blutsbruder. Blutsbruder, ich schwör. Allah. Gut, joa. Was noch? Was noch, Alter? Ich schwör. Was ist da los mit dem Typen? Ja, ich habe irgendwie schon alles so abgearbeitet. Okay, also ich meine, wir haben schon fast eine halbe Stunde hier, ne? Was? Ist doch nicht fertig. Meine Geschichte ist noch nicht fertig? Hä? Die habe ich doch schon lange beendet. Was ist los? Hä? Oh, scheiße, Mann. Habe ich die wirklich nicht beendet? Oder was erwartet der von mir? Einen zehnseitigen Aufsatz? So. Gut, ich kann nicht zählen. Ich kann nicht schreiben. Naja, gut, Yo. Also, ihr kleinen Leute, ihr kleinen, ach komm, lass mich durch. So, ihr kleinen Leute, der kleinen Leute, der kleinen Leute, der Leutestana. Was? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann tut's mir leid. Nein, Spaß. Also, wenn's euch gefallen hat, alles cool, Alter, ich schwöre, ne? Würde euch keiner übel nehmen, ne? Ich bin nur der King. Nee, also, Daumen nach oben, ne, wie immer, klar. Und ja, es tut mir leid, dass am Montag und so keine Aufnahme gekommen ist, aber heul. Nee, magst du uns nicht mehr oder was? Nee. Ja, ich mag euch alle nicht mehr. Nein, Spaß. Ach ja, bevor ich das vergesse, ich wollte das schon so lange erzählen, aber ich habe auch die Leute in Skype gelöscht. Ja, nicht nur in Tanky, sondern auch in Skype sind die Leute einfach so gestorben. Bevor jetzt einige fragen, wieso, weshalb, warum. Also, ich hatte so ungefähr 150 Kontakte. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist hier die Frage. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen grenzwertig ist, meiner Meinung nach. Denn ungefähr 95, naja, 90% kannte ich nicht wirklich. Beziehungsweise habe noch nie mit denen geschrieben. Und da dachte ich mir so, oh nee, Alter, das ist so scheiße, ich habe keine Lust mehr und hab sie alle mal gelöscht. Boah. Nehmt es mir nicht übel, aber Leute, es ist nur eine Liste, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ich weiß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ich bin wirklich nur ein Mensch. Und Menschen machen Fehler und sind eventuell auch noch der King of Kings. Aber was soll's. Tut mir leid.
Und in Zukunft werden noch mehrere Let's Plays kommen und eventuell noch Gameplays von League of Legends und eventuell noch einige Gameplays von, keine Ahnung, was zocke ich denn eigentlich noch? Ich glaube, ich habe noch Four Story auf der Platte. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeder Folge habe ich noch einiges. So, und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr denkt, bitte macht noch mehr solche langen Folgen. Ja, würde ich gerne. Also, wenn ich irgendwie richtig viel zu erzählen habe und so weiter, dann ist es sicherlich kein Problem, wieder mal so eine halbe Stunde oder so einfach mal aufzunehmen. Aber ansonsten versuche ich die Videos relativ kurz zu halten. Also so ungefähr so 10 bis 15 Minuten, weil das ist eigentlich optimal für ein Let's Play, mehr oder weniger. Das ist mal dann eher wieder so eine Ausnahme, dass die länger geht. Aber naja, ich weiß ja nicht, was euch persönlich besser gefällt. Aber ich werde jetzt nicht sicherlich irgendwie dann jede Aufnahme mit so 30 bis 40 Minuten oder so bestücken. Ganz ehrlich, dann wären irgendwie so 10 Minuten sinnvolles Gelaber und dann der Rest wäre nur so... Ihr merkt, auf was ich hinaus will. Ja, ich bin der King. Also das dazu. So. Also meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ich kann es nicht oft betonen. Nach oben betonen. Also ich könnte echt so ein Dichter werden. Naja, egal. Betonen. Daumen nach oben. Ist zwar nicht wirklich ein geiler Reim, aber was soll's. Da gab's noch irgendeinen Versauten, Alter. Aber ich kann den jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ging der denn nochmal? Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Ey, ich musste so feiern, als ich den das erste Mal gehört hab. Also, hört gut zu. Der ist geil, der ist genial. Ich weiß doch nicht, wer den alles versteht, aber egal. Scheiß auf Frauen, scheiß auf Liebe, hoch lebe das Handgetriebe. Also ich musste echt feiern, als ich das zum ersten Mal gehört habe. So. Ja, da gab's noch einen. Ah ja, den kann ich, den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Da gab's noch einen, der lustigen, aber ja, gut. Also wie oft sage ich das jetzt eigentlich noch? Ah, egal. Daumen nach oben geben, ich würde mich freuen. Ha, 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 ha. Und, ach ja. Wow, Kaiserpinguin ist in der Schlacht. Ich gehe eh gleich wieder raus. Ma. Ich habe wieder ein paar Freundschaftsanfragen bekommen. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Was ist... Was hat ihr gesagt? Also, so. Ah, naja, sind nicht so viele. Naja. Sind nicht so viele. Wird dann irgendwie am Montag oder so mal wieder gelöscht. Ach ja, schon wieder ein paar Newstars. Alter, irgendwann müssen euch doch mal die Kombination ausgehen. Newstar, du Hure. Hure schreibt man mit einem. Ah, oder mit zwei oder mit einem. Ach, keine Ahnung, ich benutze so eine Wörter nicht, so eine bösen Wörter. Newstar the best, Newstar 00, Newstar 3, Newstar 007, Newstar the 14, Newstar is cool, Newstar I tanzig. Oh Gott. Newstar lol, Newstar New Arc, Newstar ist cool. Ja, es gibt aber nur zwei Newstars. Einmal Newstar und einmal Newstar LP. Ja, und zwar nur LP. Und da gab es schon wieder im Livestream so eine geilen Typen, die dann halt dachten, ey, Alter, ich bin so geil, Mann, ne? Ich muss mal voll auf Newstar tun. Und ja, New-Star ist nicht mein Account. Und da gab es echt noch einen, der sich wirklich dann Newstar genannt hat, also ganz normal wie ich. Wo ich mir dachte, okay, klar, warum nicht? Und aus diesem Grund werde ich in Livestreams nichts mehr kommentieren. Also nichts da reinschreiben. Weil es bringt eh nichts, wenn dann wieder die Idioten kommen und sagen, hahaha, ich muss mich wieder mal als Newster ausgeben oder so. Und dann so, wieso hast du mich beleidigt? Und so, also, so scheiße, du bist so unfair und Ja, nee. Also, egal. Aber, ja, was soll ich machen? Mein Gott, es gibt immer so eine kleinen Luschenkinder. Und ja, das ist einfach so. Naja. Gut. Also Leute, peace and out, euer Newstar. Meine Fresse, man, fast 40 Minuten. Oh Gott, Alter. Ich gebe ihm gleich die Kugel.
Jo, das war's also. Wenn's euch gefallen hat... Ist das schon der fünfte Anlauf, dass ich das sagen wollte? Egal, Daumen nach oben. Wenn's euch nicht gefallen hat, nochmal Daumen nach oben geben.